dabei habe ich gesehen, du hast hier einen Verband am Knöchel. Kann aber nicht so schlimm sein. Ja, so ein kleiner Streifschuss, der bei einem Training passiert. Und feste Tape, Tabletten, die beiden großen Tees. Nur für den Auftritt jetzt gerade eben? Nee, jetzt schon, seit einer Woche. Seit einer Woche schon? Heißt das, du bist irgendwie in Gefahr für den Saisonstart? Ich habe ganz normal trainieren können, war mit Schmerzen ein bisschen eingeschränkt, aber nach dem Glück gewesen. Ja, da waren wir zu Anfang gleich mal ganz aktuell. Geht es dir auch so, dass du im letzten Jahr gespürt hast, dass der Respekt für dich bei den Fans immer mehr wächst, immer größer wird, für die Art und Weise, wie du hier deine Aufgaben erfüllst, dass du immer da bist, immer gebraucht? Also das hoffe ich natürlich und versuche ja auch durch meine Leistung und natürlich auch die Art und Weise, wie ich versuche auch außerhalb des Platzes auf die Fans zuzugehen, auch ein bisschen honoriert wird. Und für mich glaube ich immer in meiner Karriere vor allem die Mannschaft, den Verein, für den ich dann gespielt habe und auch versucht habe, alles zu geben. Und danach erst mich als Einzelperson. Und ich glaube, gerade in der Phase, wenn man selber vielleicht nicht immer spielt, dann aber gebraucht wird, und dann einfach auch für die Mannschaft zur Verfügung stellen, das ist einfach auch die Rolle, die ich jetzt so im Herbst meiner Karriere habe. Also ist erst der Herbst noch nicht der frühe Winter? Das kann ja manchmal schnell umschlagen. Der Vertrag hast du noch für diese Saison? Wie könntest du dir vorstellen, dass es weitergeht? Also meine Planung ist, dass ich so im Frühjahr einfach auch für mich entscheiden muss, bin ich gesund, macht mir das auch noch so viel Spaß wie im Moment und dann werde ich dann einfach auch eine Entscheidung treffen und ansonsten wartet der Total noch nicht. Ja, die würden dich bestimmt gerne so früh schon zurückbekommen. Du bist ja auch sowas wie der Elder Statesman bei uns, ne? Hier sind ja wenige, die über 30 sind in der Mannschaft und auch ein bisschen der Außenminister, immer für die Außenwirkung gut da. Und hast natürlich ein Ohr nach Katar, hat Raoul mal angerufen, wie geht's ihm da? Ja, wir haben zwischendurch mal SMS geschrieben und es geht ihm soweit gut, hat auch schon ein erstes Pflichtspieltor gemacht. Mal gucken, wie lange es in der Wüste aussieht. Also ich tippe darauf, dass er zurückkehrt. Ich habe mal durchklicken lassen, dass ich sag mal, so Düsseldorf, NRW schon eine Region ist, wo er auch in Zukunft leben möchte. Und das gibt, glaube ich, Hoffnung, dass er irgendwann auch mal wieder hier ist. Das ist mal eine Neuigkeit! Vielen Dank an den Überringer, vielen Dank Christoph und dir eine prima Saison.